Hallo, in diesem Video zeige ich, wie wir unseren Kursen Inhalte hinzufügen. Das hier ist ja die Kursebene. Ich bin jetzt hier als Lehrer eingeloggt. Das heißt, ich sehe alle Kurse, die ich angelegt habe. Für meine Schüler habe ich jetzt neu angelegt für das Landesabitur 23. Ist die neue Oberstufe, den Ethikkurs Q1. Und die sehen jetzt nur diesen Kurs und diesen Kurs, Grundkurs Philosophie. Ich kann das mal zeigen. So sieht die Ansicht für die Schüler aus. So, und wir wollen jetzt hier Inhalte einfügen. Dazu gehen wir hier auf unser Dashboard und auf das Learn-LMS, das ist das professionelle LMS, das wir verwenden, und gehen hier auf Lektionen. Und hier auf Add New können wir eine neue anlegen. Und die nenne ich jetzt Peter Singer, Vorurteile gegen die Ethik. So, jetzt kann ich hier noch einen beschreibenden Text hinzufügen, wenn ich kurz was dazu sagen möchte, worum es dahin geht. Hier unten kann ich einen Lehrerkommentar hinzufügen, also eine Hilfestellung zum Beispiel, und die kann ich ja anzeigen lassen oder auch nicht. Wenn ich zum Beispiel den Schülern eine Hausaufgabe gebe und sage, probiert erstmal selbst, und in der Woche drauf kann ich dann das, was ich hier reingeschrieben habe, ich nenne das mal jetzt Lehrerkommentar und gebe dem eine Überschrift. So. Ich lasse es jetzt aber mal noch nicht anzeigen. Und ich kann jetzt auch hier schon einen Download hinzufügen, wenn ich möchte, aber dazu würden wir dann einfach hier auf das Plus gehen, und ich gebe jetzt hier ins Suchfeld Datei ein, und dann kann man hier eine Datei hinzufügen. Ich kann das hier hochladen und dann erscheint die hier als Link, aber das will ich ja jetzt nicht. So. Gehe hier in die Settings und aktiviere den Tab Materialien zu dieser Lektion. Ich mache Downloads immer gern in die Materialien. Ich zeige gleich, wie das aussieht. Ich gebe dem erstmal die Überschrift Download. Auch wieder, ich formatiere das als Überschrift 3 und jetzt Datei hinzufügen. Das ist jetzt meine Mediathek. Hier ist bereits der Text. Wenn er noch nicht hier vorhanden wäre, gehe ich einfach auf Datei hochladen, auswählen. Ich habe jetzt hier meinen Dateiordner und kann einfach irgendwas hochladen, aber das will ich ja jetzt nicht, weil ich es bereits in der Mediathek habe. Jetzt gehe ich auf In den Beitrag einfügen, und hier ist dieser Text mit Link. Dann muss ich das Ganze einem Kurs zuordnen. Wir sind ja jetzt bei Ethik Q1 LA 23. Release Schedule, das bedeutet, das müssen wir hier so stehen lassen, auf immediately, also sofort, sobald ein Schüler registriert ist, sieht er diese Lektion. So, und das speichere ich jetzt erstmal als Entwurf. So, und ich gehe nochmal in meine Lektionen. Hier ist die angelegte Lektion. Ich sehe hier, dass sie auf Entwurf steht. Wenn ich mir jetzt die Website anschaue, gehe ich hier in diesen Kurs und sehe das bereits. Und hier ist dieser Materialien-Tab. Wenn ich hier draufklicke, komme ich hier zu dem Download. Wenn ich draufklicke, wird es im Browser schon angezeigt. Und hier kann ich es runterladen. Ich gehe wieder zurück. Ich kann natürlich auch einfach einen Rechtsklick machen und das direkt abspeichern. Ich habe das immer gerne getrennt. Die Downloads mache ich immer in die Materialien, und hier sage ich irgendwas zu dem Text. Und ihr seht, hier ist jetzt noch kein Lehrerkommentar vorhanden. Den aktiviere ich jetzt noch nicht. Zeige erst nochmal die Schüleransicht. Wenn ich jetzt als Schüler hier reingehe, sehe ich immer noch einen leeren Kurs, weil die Lektion noch auf Entwurf steht. So. Jetzt gehe ich nochmal in die Lektion und aktiviere den Lehrerkommentar, Entwurf speichern.
Jetzt kann ich mir hier die Lektion auch direkt ansehen. So, und hier ist jetzt der Lehrerkommentar, ne, den ich aktiviert habe. Die Schüler sehen jetzt immer noch nichts, weil alles noch auf Entwurf steht. So, das war, also ich mache das jetzt mal kurz aktiv. Also wenn man viele Lektionen hat, ja, und es beginnt zum Beispiel ein neues Schuljahr und ich möchte einen Kurs wieder von vorne beginnen, dann werde ich erstmal alle Lektionen deaktivieren in dem Kurs und sie dann nach und nach freischalten. Und das ist hier etwas unübersichtlich, deswegen kann man es hier sortieren nach Kursen. Ich gehe jetzt mal auf Q1.23, Auswahl einschränken und jetzt sehe ich alle Lektionen, die zu diesem Kurs gehören. Wenn jetzt hier 5 Stück drin wären, dann würde ich sofort sehen, welche steht auf Entwurf und welche nicht. Ich kann die aktivieren, freischalten, indem ich auf Quick Edit gehe und hier einfach von Entwurf auf Veröffentlicht gehe, aktualisieren. Und jetzt schauen wir uns das nochmal an aus der Schülerperspektive, meine Kurse. So, LA23 und hier ist jetzt unsere Lektion, die wir eingefügt haben. Das sehen jetzt tatsächlich meine Schüler. Das ist natürlich nicht sehr schön und deswegen deaktiviere ich das jetzt gleich wieder. Es sind nämlich bereits 2, 3 Schüler hier im System, nicht dass die hier irgendeinen Unsinn sehen. Was ich jetzt aber noch zeigen möchte ist, ich gehe hier erstmal wieder auf Quick Edit und gehe auf Entwurf. So, dann ist das jetzt wieder auf Entwurf gestellt. Ich gehe hier wieder auf, kann ich das machen? Alle Kurse. Ich kann einfach nochmal auf Lektion klicken, dann ist wieder alles auf Reset und ich sehe wieder alles. So, jetzt möchte ich aber vielleicht, ich gehe nochmal auf die Seite. Also wir haben jetzt gesehen, dass ich eine Lektion eingefügt habe und direkt in diese Lektion kann ich Materialien einfügen. Ich kann aber auch hier einen Baum anlegen mit einer weiteren Ebene. Dann sieht es so aus wie hier in diesem Kurs, den ich letztes Jahr angelegt habe. Da haben wir jetzt 3 Lektionen. Also in dieser kantische Ethik, das sind so die Halbjahresthemen. So, hier habe ich jetzt eine Kant-Kurzbiografie mal reingestellt. Also hier sind jetzt noch keine Arbeitsmaterialien drin. Jetzt kommen hier die einzelnen Unterthemen, die wir gemacht haben und wie man so einen Baum anlegt, zeige ich jetzt als nächstes. Also wenn man Inhalte einfügt, die nicht weiter strukturiert werden müssen, kann man die Inhalte direkt in eine Lektion packen, wie ich es eben gesagt habe. Man kann aber auch erstmal gewissermaßen eine Überschrift anlegen und dann Einzelthemen drunter packen, so wie hier. Und wie das funktioniert, zeige ich jetzt. Ich gehe wieder ins Backend, ins Dashboard. Gehe wieder auf Lektionen und jetzt lege ich eine Lektion an namens Oberthema 1. Ich muss wieder in die Settings gehen. Diesmal aktiviere ich nicht die Materialien, weil ich hier noch keine Materialien einstellen möchte. Ich wähle aber einen Kurs aus, nämlich wieder diesen und klicke auf Entwurf speichern. Das zeige ich jetzt nicht meinen Schülern, den Unsinn, den ich hier anlege. So, und das kann ich mir jetzt mal anschauen. Hier ist das Oma-Thema, Vorschau. So sieht das jetzt aus. Ja, da ist ja jetzt nichts Besonderes drin, aber es ist schon hier in der Struktur. Das hier haben wir gerade eingestellt. Da habe ich schon ein kleines Inhaltsverzeichnis hier. Und jetzt möchte ich hier noch ein Unterthemen einrichten und das machen wir jetzt. Wir gehen wieder aufs Learn-LMS. Wir waren eben auf Lektionsebene und jetzt gehen wir auf die Themen. So. Und ich lege ein neues Thema an und nenne es Unterthema 1. Ich kann hier wieder irgendwas eintragen. Ich kann hier Lehrerkommentare einfügen, wenn ich möchte, als Hilfestellung. Das kann ich gerade mal zeigen auch. Lehrerkommentar
würde ich dann etwas größer machen und dann hier irgendeinen Text. Und hier kann ich wählen, ob der angezeigt wird oder nicht. Ich glaube, das habe ich vorhin schon gesagt. So, ich mache ihn jetzt mal aktiv. Und hier jetzt gehe ich wieder in die Settings. Hier würde ich jetzt Materialien einstellen, irgendeinen Download. Wie das funktioniert, habe ich bereits gezeigt. Ich schreibe es hier trotzdem mal rein und hier würde dann ein Link stehen. Und jetzt muss ich das mit einem Kurs verknüpfen zunächst. Das wäre Ethik Q1 LA23 und ich muss es jetzt mit einer Lektion verknüpfen. Ich habe ja schon zwei Lektionen angelegt. Hier war die Peter Singer und hier ist das Oberthema 1 und darunter will ich das ja einordnen. So, und Entwurf. So, und jetzt gehe ich wieder zur Website und schaue mir das Ganze mal an. Hier ist unser Kurs. So, und hier haben wir jetzt schon angefangen, was anzulegen. Hier ist unser Oberthema, das kann ich jetzt noch ausklappen und das ist das, was wir angelegt haben, mit Lehrerkommentar, mit Materialsektion und so weiter. Und wenn die Schüler Fragen haben, können sie einfach immer hier in die Kommentare schreiben und können ihre Fragen stellen. Gut, und jetzt kann es sein, dass ich hier was sortieren möchte. Vielleicht möchte ich diesen Menüpunkt da oben haben. Das machen wir auf der Kursebene. Ich kann einfach in die Kursübersicht gehen oder ich kann über meine Kurse hier in den Kurs gehen, dann bin ich auf exakt derselben Seite. Jetzt kann ich hier auf Edit Kurs gehen. Im Kurs gibt es den sogenannten Bilder und hier kann ich die Struktur des Kurses sehen. Das sind hier meine Oberpunkte, die ich angelegt habe. Das kann ich jetzt einfach hier so verschieben, wenn ich möchte. Dann müsste ich auf Aktualisieren klicken. Ich möchte aber, dass das hier oben bleibt. Und ich kann das hier auch ausklappen und sehe hier die Unterthemen. Und die könnte ich jetzt, wenn mehrere drin wären, auch einfach hoch und runter verschieben. So kann ich das Inhaltsverzeichnis sortieren. So funktioniert das. Ich komme zu dem Kurs auch. Ich gehe nochmal auf die Website. Auch über die Kursebene, Kurse. Die habe ich jetzt zuletzt angelegt, Ethik Q1 LA23 und würde, wenn ich jetzt hier auf Bearbeiten gehe, kann ich hier auch zum Bilder gehen und kann auch die Struktur einstellen. Darüber funktioniert das Sortieren des Inhaltsverzeichnisses. So, und jetzt schauen wir nochmal, wie das für meine Schüler aussieht. Ja, die kriegen von dem ganzen Unsinn gar nichts mit, aber ich als Lehrer kann das schon alles sehen, was ich hier angelegt habe. Okay, das war's mit diesem Video. Bei Fragen bitte gerne eine E-Mail oder in die Kommentare unter dem Video schreiben. Bis dann!